Nils, ganz herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt in der B-Junioren-Bundesliga. Wir wissen beide, das gab es in der Vereinshistorie noch nie. Wie fühlt sich das für dich gerade an? Ja, ich bin unheimlich stolz. Stolz auf die Mannschaft, stolz auf mein Trainerteam. Das war eine Saison mit viel, viel Höhen, aber auch sehr, sehr vielen Tiefen. Und dass wir einen Spieltag vor Saisonende aus eigener Kraft den Klassenerhalt geschafft haben, das hätte ich so am Anfang der Saison nicht erwartet. Dass es jetzt so gekommen ist, macht mich unheimlich stolz und glücklich. Du sprichst die Höhen und Tiefen an. Ist vielleicht, wie man mit den Tiefen umgeht, auch ein bisschen ein Schlüssel zum Erfolg? Ja, definitiv, weil ich glaube, die Jungs, das war eine neue Erfahrung. Sie kannten im Endeffekt nur viele, viele Siege, gute Spiele und dass man gerade in der B-Jugend-Bundesliga 4, 5, 6 Spiele auch mal hintereinander nicht gewinnt, ist eine Erfahrung, die die Jungs natürlich erst machen mussten. Und da heißt es natürlich, eine gute Mischung zu finden zwischen harter Analyse, aber auch dementsprechend den Kopf frei zu bekommen und Selbstvertrauen den Jungs mit auf den Weg zu geben. Heute hatten wir den Eindruck, dass die erste Halbzeit richtig gut gelaufen war aus SVW-Sicht, dass sich aber in puncto Sicherheit in der zweiten Halbzeit bis zum erlösenden 3:0 eigentlich gar nicht gezeigt hat. Woran hat das aus deiner Sicht gelegen? Ja, wenn ich das wüsste, dann hätte ich es, glaube ich, in der Halbzeit auch angesprochen. Ich habe den Jungs gesagt, wir dürfen kein Prozent nachlassen, wir dürfen uns nicht zu viel in der eigenen Hälfte fallen lassen. Und genau das ist eingetreten. Zum Glück haben wir dann am Ende das entscheidende 3:0 gemacht, dann war die Messe gelesen. Aber nichtsdestotrotz, wir mussten natürlich auch hoffen, wie es in München ist. Und da war es natürlich auch ein Spiel, was ich mitbekommen habe, auf Spitz auf Knopf. Und dann war natürlich die Freude umso größer, dass dann in München der Endstand 4:2 dann auch nach Wien kam. Mit welchen Attributen hat sich die Mannschaft aus deiner Sicht den Klassenerhalt verdient? Ja, ich glaube, dass die Jungs die Jungs haben vor allem im körperlichen Bereich, im athletischen Bereich, haben so unheimlich viel dazu gewonnen, haben unheimlich viel Erfahrung sammeln dürfen auf allerhöchstem Niveau in der Bundesliga. Und ich glaube, die Jungs sind von Woche zu Woche als Team zusammengewachsen. Vor 3 Wochen hatten wir ein ganz, ganz schlechtes Spiel gegen Heidenheim gehabt und da haben wir uns nochmal zusammengeschworen, haben gesagt, okay, jetzt nutzen wir die Länderspielpause, die 3 Wochen mit guten Pokalergebnissen, um dann diesen Schwung dementsprechend in die Meisterschaft mitzunehmen. Und ich glaube, das war auch so der entscheidende Punkt, wo ich sage, dass wir uns als Truppe nochmal zusammengeschworen haben und dann dementsprechend den Klassenerhalt gefeiert haben. Vor einem Jahr konnte der Klassenerhalt für die A-Jugend nicht gesichert werden auf denkbar dramatische Weise. Wenn du die beiden Jahre miteinander vergleichst, wo siehst du entscheidende Unterschiede? Ja, in der U19-Bundesliga, da treffen 2 Jahrgänge aufeinander. Das macht natürlich gerade so vom physischen Attribut her einen unheimlichen Unterschied, vom Spieltempo her. Aber weil du es angesprochen hast, letztes Jahr mit dem Tor in der letzten Sekunde, das wollten wir definitiv vermeiden. Und es wäre nichts Schlimmeres gewesen, wenn wir nach Ingolstadt gefahren wären und hätten da noch irgendwie was holen müssen. Umso glücklicher bin ich natürlich, dass wir es im Heimspiel jetzt geschafft haben. Und jetzt können die Jungs feiern. Und wir haben noch ein großes Ziel und das ist nämlich der Pokalsieg. Und vor der Saison haben wir gesagt, wir wollen 3 Ziele erreichen. Das ist das beste Abschneiden im Lilien-Cup, das ist der Klassenerhalt und das ist der Pokalsieg. Und wenn wir das am Donnerstag schaffen, dann war das eine unfassbare Saison, was die Jungs gespielt haben. Und da können wir alle mega stolz sein. Du sprichst die Saison an, du verlässt die U17 und wechselst wieder zurück in die U19. Was bleibt vor dem Hintergrund auch, dass man das Pokalfinale noch nicht gespielt hat? Was bleibt bei dir aus diesem Jahr hängen? Was nimmst du für dich mit, sowohl an Eindrücken als auch an Erfahrung? Sehr, sehr viel, weil das war meine ersten Erfahrungen als U17-Trainer, einen ganz anderen Altersbereich und die Erfahrung will ich natürlich nicht missen. Jetzt ist es das Schöne daran, dass ich mit den Jungs weitergehen darf in die U19, bestenfalls dann 3 Jahre mit den Jungs arbeiten kann und wissen die Jungs, wie ich mit ihnen umgehe, aber die Jungs wissen auch, wie sie mich zu packen haben, beziehungsweise was sie an mir haben. Und das ist, glaube ich, eine schöne Sache. Und nächstes Jahr wollen wir natürlich bestenfalls in der U19-Bundesliga, da hoffen wir und drücken natürlich die Daumen für die U19, auch wieder eine gute Rolle spielen. Typische Journalistenfrage zum Abschluss. Wie wird dort noch gefeiert? Ja, also die Jungs haben ja jetzt schon viel gefeiert, ja, und haben das ein oder andere Wasser über den Trainer geschüttet.
Wir im Trainerteam werden bestimmt auch noch das ein oder andere Bierchen trinken. Das haben wir uns, glaube ich, verdient. Nein, Spaß beiseite. Wir werden jetzt ein bisschen grillen, werden alle nochmal zusammenkommen. Und ja, dann können wir das Wochenende erstmal genießen. Wir haben am Donnerstag aber noch das Pokalfinale. Und dann fahren wir schon am Freitag nach Ingolstadt. Und da sind wir auch das Zünglein an der Waage, weil Unterhaching und Ingolstadt kämpfen noch im Abstieg. Und da wollen wir uns natürlich gut präsentieren. Und danach sind alle Optionen frei zum Feiern. Dankeschön. Bitte.